von Beißel, glaube ich. Ich glaube auch. Ich jetzt so, also wenn ich die so in Smash implementieren will, so ich mache ja auch so zum Beispiel Kampfsport. Und das hilft mir zum Beispiel richtig doll. Taekwondo. Ah ja, okay. Oder eher so Kampf, so ich Taekwondo gelernt habe, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Move punishen will, ist jetzt was ganz Simples, da war ich noch Anfänger natürlich, aber so, ich muss mit meiner Attacke nicht anfangen, während, wenn die schon zu Ende ist, ich muss halt mittendrin schon anfangen. Und einfach solche simplen Sachen, die ich halt so, basically so ein bisschen durch Taekwondo gelernt habe, die kann man da halt implementieren. Ich denke aber, man kann viele Sachen von vielen Sportarten, auch nicht nur so Kampfsport und so, in Smash implementieren, das ist halt ziemlich nice. So, es steht gerade 2-0 für SDN. Gucken wir mal, ob Beißel das irgendwie zurückholen kann. Oh. Schöne Confirms. Oh. Ah, ich glaube, das. Hätte er da eine Vorteil gemacht, dann wäre das vorbei, aber. Er wollte die näher. Mm, Timing war off. Auch ein bisschen. Oh. 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 Okay. Er hat einfach gerade diese Can gedashtagged, die hat sich nicht bewegt. Ja, das ist, halt das, einfach so. Das ist das Geilste an der Can. Aber da sind. Oh, ja. Ja. Das ist aber auch das Ding an der Can. Also. Meistens kennst du die Kern nicht so auswendig, wie Beißel die kennt. Ja. Und es gibt immer irgendwelche blöden Tricks, die es da noch gibt. Also, dass man den fünfmal hittet und beim sechsten Mal passiert was anderes und so. Irgendwann fängt die ja noch an zu brennen und sowas. Also, das ist halt so die Schwierigkeit bei der Kern. Manchmal will man die einfach weghaben und dann bewegt sie sich nicht mal, wenn du sie triffst. Oh, schön. Damn. Ja, sehr even auf jeden Fall. Ja, das ist. Also, das finde ich an Smash schon sehr interessant. Das ist schon ein sehr tiefes Spiel. Also, es gibt unendlich viele Sachen, die man wissen muss. Oh, schöne Combo. Oh, aber SDN kommt da gut raus. Er lässt sich vor allem nicht aus der Ruhe bringen. Also, ich habe das teilweise schon gesehen, dass SDN ungeduldig wurde gegen Beißel. Aber, oh. Nee, das geht noch nicht. Der Spike. Oh, doch. Aber ich glaube, er wollte nur sehr genau daran, damit er nicht gespiked wird. Er hätte es schon schaffen können, aber dann wäre er wahrscheinlich gespiked worden. Man merkt, man denkt immer, dass das dann ein einfacher SD ist, aber es hängt schon damit zusammen, dass er ganz präzise daran will, weil er weiß, dass Beißel das halt alles punishen kann. Einer der besten halt Spiker auch, die ich kenne. Ja, auf jeden Fall. Oh, da kommt die. Oh, nee, da hat er die Downer nicht getroffen. Die wäre halt jetzt wichtig gewesen. Damit er den nächsten Stock schnellstmöglich beginnen kann, aber. Oh, schön! Heroic geredet, Alter. Beißels Dose ist so nice. Oh, super Armor. Ah, oh, aber gepunished. Ich glaube, das ist auch irgendwie die beste Art, an Smash ranzugehen. Einfach zu überlegen, also rauszufinden, was einen Charakter besonders macht und das irgendwie zu appreciaten. Weil man kann genauso gut jeden Charakter in Smash hassen. Es ist sehr leicht, einen Charakter zu hassen, vor allem wenn man ihn nicht kennt. Aber eigentlich kann man so viele Charaktere appreciaten in diesem Spiel. Auch wenn man denkt, dass es komplett stumpf ist. Das ist auf jeden Fall eine Kunst. Oh, die Neutral B. Oh, es ist eine Nerv von SDN und es ist halt vorbei, ne? Oh, das fehlt noch nicht, glaube ich. Ah, doch. Nice. Doch, Alter, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so straight up einfach wegfliegt. Nö, hätte ich auch nicht erwartet, aber wie gesagt, die Dose ist manchmal komisch. Ich glaube auch, dass Dakan weniger Damage und Knockback von der Dose hat, aber da bin ich mir jetzt nicht komplett sicher. Keine Ahnung, ich habe, obwohl ich jetzt schon über 10 Mal im Bracket gegen Dakan musste, gegen Beißel, gegen Essi, gegen... Irgend so niederländischen Dakan namens Paint, so. Ich weiß nicht. Paint ist auch echt gut. Ja, ich weiß nicht. Überall wo ich hingehe, NRW, Osnabrück, Nitz, überall wartet irgendein Dakan auf mich im Bracket, das ist so. Ey, aber du musst gegen, wenn du, also gerade gegen so Charaktere, die so gimmicky sind, ich meine, klar, die Leute spielen den Charakter verschieden, aber du musst mal so eine richtig lange Session gegen Beißel spielen, weil am Anfang irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr und dein Kopf ist einfach voll mit viel zu viel. Also das ist ja ein Charakter, der einen so ein bisschen überbeanspruchen will, ne? Also der einfach anstrengend ist, gegen den zu spielen. Aber irgendwann hört dann diese Kopfschmerzen auf und dann bist du so in diesem Standardmodus und da lernst du richtig gut gegen solche Charaktere, weil du einfach nur spielst. Und dann irgendwann sind solche Charaktere einfach nicht so das Problem.
vielleicht noch Beißel, aber die anderen haben es dann deutlich schwerer auf jeden Fall. Das hatte ich gegen Dakan, das hatte ich aber auch vor allem gegen Mega Man. Ja. Also ich habe noch nie gegen den Mega Man verloren. Ich hatte eigentlich, also ich finde, weil ich mir auch viel Smash angucke, logischerweise, ich finde kein Char so anstrengend wie Dakan, weil ich habe mit Pac-Man oder so anderen Chars, die halt so ähnlich sind wie Dakan, null Probleme. Aber jetzt spezifisch mit Dakan, ich verstehe ihn einfach nicht. Also ich verstehe ihn von Grundaufsatz nicht. Und wenn du diesen Flow nicht hast, den du gegen andere Chars halt normalerweise hast, dann macht es das so viel anstrengender. Mhm. Ja, du musst auf jeden Fall erstmal wissen, was du gegen die Moves machst, ne? Ja. Also was die Dose, was du mit der Dose machen willst, du willst die irgendwo abseits rumstehen haben. Du willst sie nicht kaputt machen oder so ein Kram. Mhm. Du willst sie irgendwo rumstehen haben, wo Dakan sie nicht nutzen kann. Ja. Weil dann hat er diese Down-Phase, wo er einfach nur noch zwei Projektile hat. Beim Gunman ist gar nicht so leicht, tatsächlich, weil du kannst es halt nicht erwarten, aber du hattest du das auch gelesen, die Gunmen sind nicht komplett zufällig und so. Also wenn du schon weißt, okay, vier Gunmen sind schon vorgekommen, dann weißt du, welcher der letzte ist. Ja. Und bei der Side-B, du musst einfach wissen, wie du die punisht, weil die hat eigentlich so viel Lag, ne? Ich glaube, du kannst da auch rausrollen, wenn du die einmal schildest und dann schnell rausrollst. Hm. Kannst kurz hinter ihn rollen oder so ein Kram, aber ist nicht leicht. Die kommt halt auch einfach Frame 1 raus, das ist crazy. Wenn du ihn danach, direkt nach diesem Frame 1 triffst, dann dudelt die da noch so rum, dann liegt sie da rum oder sie schwebt einfach ein bisschen rum. Mhm. Die liegt manchmal einfach auf dem Boden und du kannst sie spät zünden. Auch dieses, wie sie runterfällt, das ist einfach weird. Es ist einfach weird. Die Bank hat gerade nicht getroffen, weil Dakan darunter gedodged ist. Noch ist es sehr even. Wenn SDN jetzt halt den Kill, dann ist alles noch dran. Man sieht, SDN will diesen Kill. Ja, er braucht den jetzt auch. Ja. Ansonsten ist das hier ganz schnell ein 2-2 Last Hit. Und dann muss er möglicherweise nochmal gegen ihn spielen. Und mit 6 Games. Und das kostet Kraft. Ja, das kostet wirklich viel Kraft. Vor allem gegen Dakan so. Ja, 6 Games gegen Dakan, oh mein Gott. Mindestens 6 Games, 6 bis 10. 10 Games gegen Dakan. Ne. Das fand ich auch immer krass, so im Grand Finals, also so Robin GG und so die ganzen Leute, die immer wieder ins Grand Finals gekommen sind, was die irgendwann für eine Mental Strength entwickeln müssen. Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch wichtig für die größeren Turniere, wie so Arcadia oder NRW Cup letztens auch. Oh, er hat's versucht. Wo Robin GG Zweiter wurde, actually. Mm, richtig stark. Das Tarik ist so stark. Und Tarik und Robin einfach. Schleswig-Holstein Grand Finals. Was geht da? Wir müssten eigentlich so einer der Bundesländer sein mit am wenigsten aktiven Spielern, aber trotzdem. Ja, wir haben halt viele Veteranen. Ja. So Vergleich, es haben ja viele Leute in anderen Bundesländern gequittet, aber hier in Schleswig-Holstein, wir haben so SDN, Beißel, so Skate spielt seit Brawl mit Beißel, das ist halt schon crazy. Ja, halt echt. Und dann gab es noch Häschen, das ist jetzt so der gequittet hat. Das war schon, sowas kennen, diese Leute kenne ich halt nicht. Kennst du nicht? Ich bin ja nicht so lange in der. Häschen war krank. Häschen hat mal, das war Brawl One, hieß das Turnier. Da hatten wir so einen riesen E-Sports-Truck, wo dann halt so eine ganze Station drin war und so. Das war mega cool. Und da hat Häschen gegen Purple Age und Light gewonnen, ein Turnier, um einen Flug nach Las Vegas zu bekommen. Und den hat er dann nicht bekommen, weil er noch keine 18 war. Junge, das ist ja. Ja, dann war, hat der unlucky. Zweite Platz Light, hat das dann nicht bekommen. Aber er hat auf jeden Fall gut abgerissen. Und killt das war's. Wow. Die SDN-Dash-Tag. Das ist das 3-1. Das ist der Nitz Classic. Die SDN-Dash-Tag. Oh mein Gott. Wäre das eben gerade anders gelaufen, puh. Das wäre ein langer Tag geworden. Das auf jeden Fall. Ja, dann bin ich jetzt als nächstes, glaube ich. Ja, du bist jetzt gegen Rob.